Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Eine Zahl wird mit perfekten Quadraten genannt, wenn jede ihrer Ziffern ein perfektes Quadrat ist. Zum Beispiel 94 ist mit perfekten Quadraten, während 54 es nicht ist. Frage: Wie viele zweistellige Zahlen gibt es, die mit perfekten Quadraten sind? Die Ziffern, die gleichzeitig perfekte Quadrate sind, das sind 0, 1, 4 und 9. Denn die 0, das ist 0 im Quadrat, die 1, das ist 1 im Quadrat, die 4, das ist 2 im Quadrat und die 9, das ist 3 im Quadrat. Die Zehnerziffer der zweistelligen Zahl kann nicht 0 sein, sonst ist die Zahl nicht zweistellig, sondern einstellig. Wenn die Zehnerziffer 1 ist, dann kann die Einerziffer noch 0, 1, 4 und 9 sein. Da haben wir 4 zweistellige Zahlen mit perfekten Quadraten. Wenn die Zehnerziffer die 4 ist, dann kann die Einerziffer 0, 1, 4 oder 9 sein. Wenn die Zehnerziffer die 9 ist, dann kann die Einerziffer noch 0, 1, 4 oder 9 sein. Insgesamt haben wir also hier 3 mal 4 Zahlen mit perfekten Quadraten und die sind auch zweistellig. Also ist die Antwort 3 mal 4, das heißt 12. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.